ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr heute wieder zugeschaltet seid. Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir, wen wünschen Sie sich dabei? Stopp, halt, noch nicht antworten. Ich möchte erst erklären, wieso ich auf diesen Spruch gekommen bin. Evangelium dieses Sonntags heißt es, Jesus sendet seine Jünger aus. Und zwar zu zweit. Nicht allein. Dann kann man natürlich fragen, wäre es nicht klüger gewesen, die 12 in verschiedene Orte zu senden, damit die Botschaft so schneller sich verbreiten kann? Hätte man machen können. Aber wenn jemand alleine geht, gibt es ein Problem. Denn einer alleine kann nicht die Botschaft Jesu bezeugen. Wenn nicht die Botschaft davon, dass die, die zu ihm gehören, einander lieben, zueinander stehen, einander unterstützen, gemeinsam miteinander als Christen leben. Darauf kommt es an. Zu zweit die Botschaft von der Auferstehung Jesu bezeugen, die ganz konkret sich dann zeigt in der Hinwendung zu den Armen, im Dasein der Kinder und. Und wie ist das bei uns? Mein rechter Platz ist frei. Ich wünsche mir, wen wünschen Sie sich herbei? Oder aber anders gefragt, mit wem gemeinsam bezeugen Sie den christlichen Glauben? Immer häufiger höre ich, dass Menschen sagen, eigentlich habe ich niemanden, mit dem ich über meinen Glauben sprechen kann. Niemand ist da, der erzählt, was für ihn Christsein bedeutet. Aber genau das brauchen wir in unserer Zeit. Den oder die zweite Person an unserer Seite, mit der wir gemeinsam den Glauben bezeugen können. Also, wen wünschen Sie sich dabei? Wen sprechen Sie vielleicht aber jetzt nicht darauf an? Willst du nicht mit mir gemeinsam Christsein hier vor Ort? Ich würde mich darauf freuen, mit dir diesen Weg zu gehen. Im Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude dabei, für sich diese zweite Person zu finden, mit der Sie dann Christus sind. Gesandt von Jesus selber, auf Sie zu ziehen. Wir sind Ihnen allen einen Sonntag. Passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph.